Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen zu der vorvorletzten Folge von Jurassic Labyrinth. Heute ist der von Dr. Wu entworfene Indoraptor dran und wir werden sehen, wie sich dieser im Labyrinth schlagen wird und wer von euch diesen hier bekommen wird. Er wartet hier schon in der Ausbrütstation. Ich würde sagen, wir lassen ihn frei und dann verrate ich euch, wer diesen Indoraptor hier übernehmen wird in dem Projekt. Wirklich furchteinflößend. Dem will man nicht in echt begegnen, dem Indoraptor. Echt gefährlich aus. Falls es euch aufgefallen ist, ich nehme mittlerweile in besserer Qualität auf und in 60 FPS, weil ich habe meinen neuen Gaming-PC bekommen. Ich hoffe, das kann man sehen, dass die Qualität sich ein wenig gesteigert hat. Also hier sehen wir, wie er die Ziege erlegt. Und mit diesem schönen Anblick verrate ich euch, wer der Indoraptor hier sein wird. Und zwar ist das der Cyanode mit dem Kommentar Hashtag Indoraptor, es wäre mir eine Ehre, wenn ich diesen Spitzenpredator vertreten dürfte. Und mit diesem Kommentar wirst du der Indoraptor. Herzlichen Glückwunsch, ich benenne ihn um Cyanode. Und ich würde sagen, ich bringe euch zurück, sobald der Indoraptor hier fertig gefressen hat und dann im Labyrinth landet. Bis gleich. Es ist soweit. Der Indoraptor wird jetzt hier eingeflogen und ist jetzt gelandet. Und dann geht's hier gleich los für Cyanode hier im Labyrinth. Ich bin sehr gespannt, ob der Indoraptor hier eine gute Zeit hinlegen kann. Er soll ja sehr intelligent sein, was man ja ganz gut in dem Jurassic World 2 Film gesehen hat. Ich habe ihn mittlerweile auch geguckt und ich fand ihn eigentlich echt ganz gut. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Und ich würde sagen, ich bringe euch jetzt gleich zurück, sobald der Indoraptor das Labyrinth betritt und es losgeht für Cyanode. So langsam, aber sicher, schleicht sich hier der Indoraptor Richtung Labyrinth-Eingang. Ich hoffe mal, dass er im Labyrinth dann ein etwas schnelleres Lauftempo an den Tag legen wird. Weil wenn er so vorangeht hier, dann sieht das hier gar nicht gut aus für Cyanode. Die Zeit startet auf jeden Fall jetzt. Der Indoraptor hat das Labyrinth jetzt mit vollem Körperumfang betreten. Ich bin echt gespannt, wie sich der sehr intelligente und listige Indoraptor hier schlagen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass er hier eine gute Chance hat, aber wenn er jetzt hier so weiterläuft, dann sieht das Ganze gar nicht gut aus. Ihr seht schon, Nahrung und Wasser sind schon etwas runtergegangen, auf jeden Fall. Was hier natürlich immer ein gutes Zeichen ist, weil das ja den Anreiz immens erhöht, hier schnell ins Ziel zu kommen. Aber wir werden sehen. Ich würde sagen, wir spulen das Ganze jetzt hier mal ein bisschen vor. Schauen uns an, ob er jetzt hier einen Zahn zulegt oder ob er hier so langsam weitergeht. Er hat jetzt fast das erste Drittel geschafft und es fängt jetzt hier an zu regnen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Regen den Indoraptor irgendwie beeinflusst, aber das Wasser bzw. das Trinken scheint davon nicht zu steigen, also das ist schon mal ganz gut. Und ihr könnt euch jetzt mal ganz kurz das Lauftempo von dem Indoraptor in Echtzeit angucken. Ihr seht schon, es ist wirklich nicht das Schnellste und ich denke auch, dass es somit schwierig wird für den Indoraptor hier einen Treppchenplatz zu erreichen. Deshalb mache ich jetzt auch mal wieder den Zeitraffer an. Immerhin verläuft er sich hier nicht, also die Intelligenz scheint vorhanden zu sein. Aber ihr seht es, er hat jetzt die Hälfte des Labyrinths hinter sich gebracht, nach einer Minute, 30 Sekunden etwa. Und scheint hier aber auch nicht den Anreiz zu haben, irgendwie schneller zu laufen und hier mal einen Zahn zuzulegen hier für Cyanode. Das Wasser und die Nahrung ist schon sehr, sehr weit unten. Also er sollte hier wirklich einen großen Anreiz haben. Nicht, dass er hier jetzt noch auf dem Rest des Weges hier verdurstet oder irgendwas und dann hier in Ohnmacht fällt. Das wäre ganz, ganz schlecht für Cyanode, weil dann würde er gar keine Zeit hier erzielen. Aber ich denke mal, er sollte es schaffen. Er kommt jetzt hier wirklich ganz gut voran. Ist jetzt hier im letzten Drittel, beziehungsweise hier schon im Endspurt. In einer Zeit von 2 Minuten 50 Sekunden etwa, was gar nicht so schlecht ist. Und den Zeitraffer habe ich jetzt nochmal ausgemacht. Wir schauen uns jetzt hier die letzten Meter des Indoraptors hier in unserem Labyrinth in Echtzeit an. Mich würde mal sehr interessieren, wie ihr den Indoraptor im Jurassic World 2 Film fandet. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich fand ihn sehr, sehr cool. Natürlich ist er sehr, sehr gefährlich. Aber ich möchte jetzt auch gar nicht so viel darauf eingehen, weil ich möchte euch nicht spoilern. Falls ihr den Film noch nicht geguckt habt, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Ich habe euch unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall den Film verlinkt. Falls ihr den Film über meinen Link kauft, unterstützt ihr mich sogar, ohne irgendwie was zusätzlich zu bezahlen oder so. Würde ich mich sehr drüber freuen, ist aber natürlich kein Muss. Und jetzt stoppt hier gleich die Zeit. Wir sind jetzt bei 3 Minuten 15 Sekunden.
Der Indoraptor bleibt jetzt hier nochmal stehen, brüllt rum, schaut sich um, scheint jetzt aber über die Ziellinie zu gehen und damit stoppt die Zeit bei 3 Minuten, 20 Sekunden und 0,8 Hundertstellen. Die Zeit ist gar nicht so schlecht, wie ich es vermutet hätte bei dem Lauftempo. Also schon mal herzlichen Glückwunsch, Sayonote. Ich weiß gar nicht, ob du es damit noch auf einen Treppchenplatz geschafft hast, aber ich glaube nicht. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank, dass du hier teilgenommen hast an diesem Projekt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir und dem Indoraptor. Und jetzt darf der Indoraptor erstmal etwas trinken und essen. Und falls ihr auch noch die Chance hier haben möchtet, bei diesem Projekt teilzunehmen, es stehen noch 2 Durchläufe aus. Und welcher Dinosaurier hier als nächstes durch unser Labyrinth darf, das lose ich jetzt aus. Und dann verrate ich euch auch, wie ihr dieser dann mit etwas Glück werden könnt. Ja, und damit kommen wir zur Auslosung von unserem nächsten Dinosaurier. Und leider das Ganze heute mal ohne Cam, weil ich momentan meinen ganzen Arbeitsplatz und so weiter umbaue. Deswegen kommen auch momentan keine Streams. Deswegen kamen auch jetzt die Tage keine Videos, weil ich einfach viel zu tun hatte. Aber ich habe jetzt meinen neuen Gaming-PC. Ich habe 3 Bildschirme. Ich habe viele Anschaffungen gemacht. Aber das werde ich euch alles in einem Video nochmal genauer zeigen, wenn ich eine kleine Arbeitsplatztour, nenne ich es mal, mache. Also ist mega, mega nice bis jetzt geworden. Es ist noch nicht alles ganz fertig, aber bald ist alles fertig und dann werde ich auch wieder streamen und so weiter, auch Jurassic World. Aber ich würde sagen, wir drehen jetzt das Rad, losen aus, welcher hier der nächste Dinosaurier ist, der durch unser Labyrinth darf. Ich drehe das Rad, bin sehr gespannt und es ist der Mutaburasaurus. Alles klar, der Mutaburasaurus darf durch unser Labyrinth und falls ihr diesen übernehmen möchtet, dann müsst ihr einmal unten in die Kommentare schreiben, Hashtag Mutaburasaurus, ganz schön schwieriger Name. Und mit etwas Glück könnt ihr dann dieser sein. Und damit bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das war's mit dem Video. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Dandy.